Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Im letzten Part haben wir mit Chichi ein kleines Essen zubereiten und somit richtig geile Boosts gegeben, richtig geile Buffs gegeben. Zudem haben wir ein bisschen mit Son Gohan trainiert, haben zwei neue Fähigkeiten erlernt und Krillin ruft uns an. Was zum Fick? Wir haben ein Handy? Hey, Son Gohan, kannst du mich hören? Krillin, was ist los? Konnten die zu dem Zeitpunkt das schon? Das konnten die doch zu dem Zeitpunkt nicht. Kann mir doch keiner erzählen. Ich weiß, du willst dich nach dem Kampf entspannen, aber wer weiß, wann Vegeta wieder kommt. Deshalb wollte ich dich trainieren, mit deinem Training weiterzumachen. Okay. Den Kampf gut geschlagen, das Geräusch kam gerade aus meinem PlayStation 4 Controller. Du hast dich bei deinem Kampf gut geschlagen. Wenn du dir beim Training Mühe gibst, kannst du ihn mit noch stärkeren Typen aufnehmen. Danke, Krillin. Ich werde mir auf jeden Fall Zeit fürs Training nehmen. Gut, ich werde mir auch Mühe geben. Bis später. Neues Menü wurde zum Trainingsgelände hinzugefügt. Inwiefern ein neues Menü? Habe ich schon mal gesagt, dass ich es hasse, wenn irgend sowas aus dem den Controllern rauskommt. Ich halte euch mal den Controller direkt mal zum Mikrofon. Ready? That's right. Listen up, Goku's kid. I sense a great evil near you. Be on your guard. Okay, I'll be careful. Alter, ich sehe es. I was right. I'm sensing some evil energy nearby. Oh mein Gott, wie laut ist das bitte aus dem Controller? Ich sehe es gerade in meinem Ausschlag bei meinem Aufnahmeprogramm. Oh mein Gott, was sind das für Ausschläge bitte? So, beginn mal aus, wo du das böse Ki aufgespürt hast. Ah, oh, es ist böses, böses Ki. Das Böse! Achso, ich will mal ganz kurz dahin. Ist das was Neues oder? Nee. Es ist aber. Es ist hier kein neues Menü dazugekommen. Okay. Dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal nach dem bösen Ki. Wahrscheinlich kommt es vom nutzlosesten Charakter überhaupt. Wer kann das eigentlich sein? Wem gehört das böse Ki? Vielleicht Tao Bai Bai, aber Tao Bai Bai hatte ja kein Ki. Ah. Es macht mir gerade Angst, weil die eine rote Aura haben. What the hell is that thing? It's floating. You there? You better get out of here. Don't worry about me. You need to get to safety. Yeah. Oh je. Yeah. Das sind rote Pflanzenmänner. Welchen Level haben die? 100? 18. 18, das ist ja gar nichts. Hier. Ich meine, es ist gefährlich, ja, weil es immer noch höher ist als mein Level, aber hey. Das ist etwas, das ich schaffen sollte. Ah. Und dann kriegt er das Super Masenko hinterher. Nein. Hör auf! Ihr sollt aufhören, habe ich gesagt. So, der erste ist tot. Aua! Und tschüss! Wunderbar. Ui, ui! Von denen haben wir jetzt richtig geilen Scheiß bekommen. Und die Teile sind super cool, habe ich jetzt gerade gesehen. Diese silbernen. Oh, schön, dass alle entkommen sind. Mir scheint, treiben sich bösartige Wesen auf der Erde herum. Schwer zu sagen, welche Schrecken sie verursachen, wenn du sie gewähren lässt. Und Gohan, falls du solch einer Kreatur mal gegenüberstehst, schalte sie sofort aus.
Die Erde verlässt sich auf dich, aber ich muss doch auf Namek, um Vegeta zu spielen. Okay. Die Erde muss auf sich selbst gestellt sein. Komm schon. Super Berserker-Gegner finden sich jetzt überall auf der Welt. In jedem Bereich findest du mehrere Super Berserker-Gegner. Wenn du alle besiegst, erscheinen noch mächtigere Gegner. Stell dich hin, wenn du Mut hast. Hans, wo sich der Super-Gegner befindet. Karte. Hier sind jetzt keine Super Berserker-Gegner. Ne, hier sind jetzt keine, okay. Na, hoch da! Südöst. Alter, jetzt haben wir aber viel. Westlich. Oh, jetzt haben wir. Oh! Gottes Versteck? Oh mein Gott, ich kann in den Quittenwald? Oh! Es tut mir leid, meine Freunde, wir müssen in den Quittenwald. Das geht gar nicht anders. Oh mein Gott, wir müssen sowas von in den Quittenwald. Da müssen wir den Turm hochklettern, damit wir oben von Meister Quitte Sensu-Bohnen bekommen. Ich will von ihm magische Bohnen. Ich will sie so sehr. Ich will magische Bohnen. Und wie ich die will. Hardcore. Das ist ja geil. Und ich will natürlich auch zu Kami hoch. Zudem will ich auch. Von Meister Quitte will ich dann das Abzeichen. Und oh mein Gott. Sieht man hier dann auch noch irgendwo Tau bei? Oh mein Gott, das ist ja wieder so ein großes Gebiet. Aber hier gibt's gar nichts. Aber hier, schau mal, das ist ein Training. Das ist ein Training. Wie kann man nochmal... Ach ja, mit 4 konnte man Markierungen machen. Das ist ein Training. So, wem gehört denn der Trainingspunkt? Okay, er kann hier nichts machen. Dieser Fisch ist der Wahnsinn. Was sagst du da, Shirobi? Oh, was sehe ich denn da so? Das sind so Zeitkugeln. Oh. Sehr schön. Haben wir jetzt ein paar geile Kugeln bekommen. Oh, schau mal, da ist wieder was. Ich werde das hier aber offscreen machen. Weißt du, dass ich hier wieder offscreen alle die ganze Welt durchschaue? Weil... Das würde zu lange dauern. So. Das würde zu lange dauern, das hier alles anzuschauen, weißt du? Deswegen, Das ist der Turm. Der Quittenturm. Oh mein Gott, kann ich die Markierung wegmachen? Danke. Oh Gott, wie hieß der? Oh, wie hieß der Indianer? Son Goku hat dem geholfen. Bulma, was willst du jetzt? Wenn alle möglichen Gegner nur darauf eingesammelt sind, dann solltest du mal anschauen. Ich mach, was ich will, nicht was du willst. Weib gekochen. Oh, aber zu Dr. Brief müssen wir schon gehen. Das ist nämlich Bulmas Vater. Vielleicht hat er irgendwas Cooles für mich. Hey there. Bin neugierig, wie diese Käfer, die mir da widersprechen, für die Wissenschaft nutzen. Ich glaube, dass ihr jede Menge Key geben soll. Da habe ich bekommen, Daten zu sammeln. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich euch alle getroffen habe. Dank euch habe ich von Key erfahren. Hier, das Mental... Oh. Kripsbrot. Danke. So ein Kohn ist sich nicht sicher, ob er mit dem Kripsbrot klarkommt. Ja, mal kurz ein bisschen jagen. Danke. Ist der Indianer damit einverstanden, wenn ich hier mal kurz jage? Darf ich Indianer sagen oder bin ich dann wieder rassistisch? Hieß er Bora? Oh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Bora wird skrupellos von Tao Bai Bai umgebracht, einem von der Red Ribbon Armee angeheuerten Profi-Attentäter. Und um es noch schlimmer zu machen, stiehlt Tao Bai Bai auch Son Gokus Dragon Balls. Bin ich eigentlich einer dieser wenigen Leute, die Tao Bai Bai wirklich mögen? Obwohl er verloren hatte, konnte Son Goku dank des 4 Sterne Dragon Balls, den er noch bei sich trug, und den tödlichen Schlag absorbierte, dem Tod entgehen.
Der tödliche Schlag war übrigens ein Dodonpa, das Tao Bai Bai auf Son Goku gefeuert hatte. Da Bora wiederbeleben und die gestohlenen Dragon Balls zurückholen mochte, begibt sich Son Goku zum Meister Quitteturm. Er hofft dort Zugang zum heiligen Wasser zu erhalten und seine Stärke mehrfach zu erhöhen. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Also beginnt er einen Aufstieg, den bislang aufgrund mangelnder Kraft noch niemand bewältigen konnte. Das heilige Wasser, das einfach nur Wasser ist. So, Stoffpuppe Meister Quitte. Heiliger Text der Kampfkunst, das ist sehr gut. Da kann ich wieder die Freundschaft ein bisschen erhöhen. Bora, was sagst du dazu? Welcome. Auch heute werde ich Hirsche jagen und so für meinen Stamm sorgen. Das Fleisch der Hirsche wird eins werden mit unserem und uns das und so das Land näher bringen. Ich werde in die Gaben des Landes mit dir teilen, sodass auch du eins mit der Natur wirst. Bestienfleisch, danke. Das war's? Danke, mein Freund. Kann ich da auch wirklich... Schade. Ich meine, ich kann da hochklettern, wirklich. Schade. Schade! Komm schon. Das ist jetzt schade. Es zählt als neues Gebiet. Und es muss ein Ladebalken dazwischen. Oh, das ist schade. Nein, das finde ich jetzt nicht gut. Komm schon. Der Meister Quitteturm. Der Quittenturm gehört zum Quittenwald dazu. Das darf kein neues Gebiet sein. Er gehört dazu. Und ich bin jetzt da hochgeflogen. Das ist Cheating. Man muss hochklettern. Nicht cheaten. Oh, so Goku starb. Ah, das ist doch alles Cheating hier. So, erstmal das hier mitnehmen. Ich mag Meister Quitte, weil er eine Katze ist. Nachdem er gegen Dämonenkönig Piccolo verloren hatte, steigt der stark geschwächte Son Goku mit Yajirobes Hilfe erneut den Meister Quitte-Turm hinauf. Meister Quitte lässt Son Goku eine Sensu-Bohne essen, die ihn sofort wieder kampfbereit macht. Entschlossen erneut gegen Dämonenkönig Piccolo anzutreten, bittet Son Goku Meister Quitte, ihn zu trainieren. Geil. Was geht ab? Meine Güte, es war wirklich ein lebensbedrohlicher Kampf auf den anderen, oder? Ja, leider sind Sensu-Bohnen nicht immer bereit, wenn man sie braucht. Gib mir eine! Aber wie dem auch sei, ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Hier, nimm das, sollte helfen, bis die Bohnen bereit sind. Ultra-Heil-Limonade. Warum könnt ihr von den magischen Bohnen nicht einfach mal 50.000 Stück herstellen? Stellt davon doch einfach mal 50.000 Stücke. Ihr sagt es ja selber schon, dass ein krasser Kampf nach dem anderen kommt. Warum stellt ihr davon nicht einfach mal 5 Millionen her? Woraus bestehen magische Bohnen eigentlich? Ach komm schon, echt jetzt? Nicht mal da kann ich hochklettern. Man kann hier oben... Ach komm schon! Was soll denn das? Oh, sowas regt mich auf. Ja, Gottes Versteck ist dann wieder ein separates Gebiet, oder? Oh, komm schon! Man konnte im Quittenturm nichts tun. Nichts! Und dann muss das als neues Gebiet zählen? Was zum Fick? Was soll das? Es gehört dazu. Und ich kann nicht mal den Quittenturm hochklettern. Was soll der Scheiß? Komm schon, der Quittenturm gehört... Ich mag den Quittenturm, ja. Merken wir vielleicht. Gott wird auch wieder belebt. Ach stimmt, Gott ist ja tot. Stimmt. Gott ist ja logischerweise tot. Aber das kriegen wir wieder hin. Erstmal hier ein bisschen was mitnehmen. Hier ein paar Kugeln. Ja, da sehe ich doch eine Rainbow-Kugel. Ja, ich habe doch gerade eine Regenbogenkugel gesehen. Habe ich die jetzt... Habe ich die eingesammelt? Anscheinend habe ich sie eingesammelt. Und sonst gibt es hier nichts. Außer Popo, mit dem ich gleich reden werde. Kann ich da rein? Yes. Mir fehlt hier was. Mir fehlen hier ein paar Türen. Gottes Versteck war nämlich ein Haus. Also es sieht so aus, ja, aber es ist auch ein Haus. Ich meine, es existiert dort der Raum von Geist und Zeit. Gott wird auch wieder belebt werden. Ich habe die Aufgabe, mit diesem Versteck zu wachen. Deshalb kann ich ja nicht zum Planeten Namek begleiten. Ich vertraue darauf, dass ihr die Namek Dragon Balls auch ohne mich finden werdet. Bitte, nehmt das hier mit. Stoffpuppe Shenlong. Yes. Okay.
Und das war's jetzt? Das ist jetzt alles, was es hier gibt? Das ist jetzt alles, was es im Gottesversteck und im Meister Quittig-Gipfel gibt? Das ist eine magische Bohne abgebildet. Heißt es, die gibt's jetzt wieder? Ich find's übrigens gut, wenn man hier mal sich das mal anschaut, dann zählt der Meister Quittig-Gipfel übrigens zum Wald dazu. Warum das dann als neues Gebiet gehandhabt wird, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es dumm ist. Westliche Hauptstadt, da kann man eine Nebenmission abschließen. Ich will doch noch Namek und Vegeta spielen, aber ich will die... Oh, komm schon, ich will die Sidequest auch erledigen. Komm schon, die Sidequest machen wir noch. Machen wir die noch? Ja, die machen wir noch, komm schon. Ich will dringend nach Namek und Vegeta spielen. Ja, ich geb's zu, aber... Ich muss sagen, ich will die Sidequests weniger erledigen, weil sie Spaß machen. Weil tun sie nicht zwingend, ehrlich gesagt. Sie sind eher langweilig. Ich spiele sie einfach zwecks schönen Erinnerungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind sehr schöne Erinnerungen, weil einfach ikonische alte Charaktere dabei sind, die man noch von früher kennt. Und das ist einfach schön. Deswegen spiele ich die Sidequests. Weil sie für mich einfach, schöner zu sehen sind. Zwecks Erinnerungen an früher. So, wo ist denn hier meine Mission? Die muss da hinten irgendwo sein. Ich bin mir sicher, dass wir deswegen ja auch irgendwann noch Tao Bai Bai finden werden. Da unten liegt was. Eine deutsche Medaille. So, und hier muss... Ah, da. Ach, ist es eine Sidequest von Pilaf? Oh mein Gott, das ist cool. Was ist los, Leute? Bitte, du musst uns retten. Wir werden von Robotern angegriffen. Echt jetzt? Cool. Oh, das ist cool. Das gefällt mir. Wir können eine Mission für Pilaf abschließen. Das ist cool. Der liebenswerte Kleine tut nicht gut. Ich muss für euch nur diese Roboter zerstören, oder? Ja, bitte. Ich mag Mai übrigens sehr gern. Und Chu. Und Pilaf. Credit Pilaf hat diese Roboter gestohlen, aber sie sind außer Kontrolle geraten, als wir ein paar Modifikationen vorgenommen haben. Hey, versuchst du etwa uns schlecht dastehen zu lassen? Oh no! Don't think so! Halt! Ich bin der, gegen den ihr kämpfen müsst! Weil ich euch nämlich kaputt mache. Und zwar gleich mal mit meinem Ultra-Angriff hier! Oh, ich kann da noch Folgen. Ah, oh, scheiße, ich kann da noch einen Folgeangriff machen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Hör auf! Super Masenko! Hör auf! Folgeangriff! Oh mein Gott, ist dieser Angriff übermächtig! Oh, der Angriff ist super! Gib dir die Scheiße! Folgeangriff! Roms! Oh, der Angriff ist super mächtig! So, bitteschön! Und tschüss! Alter! Dieser vernichtende Angriff ist ja übermächtig! Gib dir die Scheiße, schon! Kombination damit! Vernichtender Angriff! Und zu guter Letzt ein Masenko hinterher. Alter, das ist Schaden. Das ist geil. Also der vernichtende Angriff gefällt mir.
Mensch, kannst du jetzt mal sterben? Als ob das nur ein A-Rang war. Komm schon, das war so von S+. Hurra, wir sind gerettet! Danke, dass du uns gerettet hast, wer auch immer du bist. Aber jetzt, wo die Roboter kaputt sind, was wird aus dem Plan, sie zu modifizieren und dann den Jungen zu besiegen? Kein Problem, wir benutzen einfach die Roboterteile, um eine neue Waffe zu bauen. Okay, ihr beiden, bringt mir die Teile. Jawohl! Ihr wollt eine neue Waffe bauen? Moment mal, gehört ihr etwa zu den Bösen? Nein, kannst du gar nicht. Wir wollen nur diesen Rotzlöffel loswerden, der uns auf die Nerven geht. Ganz genau, diese Person hier ist der große König Pilaf. Ein wirklich großes Tier. König Pilaf ist der stolze Prinz des Volks der Mexiken, das einst über eine gesamte Region geherrscht hat. Von einem König Pilaf habe ich noch nie was gehört. Was? Keine Sorge, König Pilaf. Wir stellen unsere neuen Pilaf-Maschine fertig und sorgen dafür, dass die ganze Welt weiß, wer du bist. Genau, wir können einige Teile dieser Roboter erhalten. Also dann wird es wohl Zeit für uns zu gehen. Danke für die Hilfe. Geil! Danke! Der gute alte Pilaf. Ah, ja, wunderbar. Seelenabzeichen hier bekommen. Das ist geil. Können wir ihnen diese Roboterteile wirklich anvertrauen? Scheint nicht böse zu sein und falls sie ihre Maschine einsetzen und Ärger zu machen, kann ich sie auch einfach zerstören. Oh, das ist großartig. Wir haben Seelenabzeichen bekommen. Okay. Wo habe ich denn jetzt eigentlich gerade meine ganzen Seelenabzeichen eingesetzt? Bei Training. Ah ja, logischerweise, weil so auch heftig, was ich da bekomme. Ich könnte die drei. Kann ich irgendwas Geiles kombinieren? Gott, Mr. Popo, das weiß ich. 5% Chance auf Raserei. Was ist eigentlich Raserei? Was ist das? Ankaufspreise. Das ist halt das ganze Geldzeug da. Ich denke mal, ich mache jetzt mal ein bisschen Training weiter und kann da eigentlich mal die drei reinsetzen. Weil die doch sicherlich eine Symbiose erstellen. Ja! Right, we're off to find the Dragon Balls. Yes, sir. Emperor Pilaf? I just hope you know who doesn't show up. Yes! Wunderbar. Okay, gibt es irgendjemanden noch, den ich mit Caillou kombinieren kann? Ich bräuchte mal Oolong noch. Geniale Frau und selbsterklärte Genie. Wie gehört da Pilaf dazu? Ärger hoch 2. Bewohner von Chaos Planeten, ich brauche halt immer noch Bananas. Weltturnier Dauergast, Namen und noch irgendjemanden. Vom Gegner zum Freund, da brauche ich noch Vegetas Abzeichen relativ sicher. So, Son Gohan Piccolo habe ich hier kombiniert. Krillins Haushalt. Okay, die habe ich aber eigentlich alle kombiniert. Okay, dann habe ich eigentlich kombiniert, was ich kombinieren kann. Und lasse es als erster mal so. Und ihr seht es ja hier bei 4. Ja, Kampferfahrungspunkte plus 15%. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist Training. Warte mal, kann ich dem mal ein Geschenk?
Ja, das macht Training hoch. Rein damit. So. Und nochmal Training. Da ist er so. Gibt's ein... warte mal. Kann es sein, dass die einzelnen Charaktere unterschiedlich gut irgendwo sind? Das wollte ich jetzt nicht. Wo ist denn Piccolo da? Habe ich noch mehr Zeichen? Nein. Alter, kann man echt viele Abzeichen haben. So. Right. Piccolo ist sehr gut bei Training. Und bei irgendwas anderem noch krasser, aber da geben wir ihm da das hier. Gottfähigkeit plus 4, das ist halt krass. Alle Fähigkeiten. Das gebe ich Piccolo. Zack. Trainingscommunity hat einen neuen Rang. Geil. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Weil dadurch haben wir jetzt Kampferfahrungspunkte plus 15%. Und das ist natürlich geil. Sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal einfach hier an Ort und Stelle wieder. Kann ich dann hier bei den... Ah, so kann ich durchswitchen. Und dann kann ich halt erkennen, wer wo relativ gut ist. Und dann sehe ich auch gleich, was die für Kombos können. Sehr geil. Sehr geil. Okay. Dann würde ich mal meinen, das könnte ich mir aber auch privat offscreen mal so ein bisschen anschauen. Er ist ziemlich ausgeglichen, habe ich das Gefühl. Und er auch. Da Emma Dio ist halt voll krass auf das eine. Das könnte Gott sein. Gottfähigkeit. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier einfach an Ort und Stelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war Let's Play Dragon Ball Z Kakarot für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.